Der Eintracht-Torwart zum allerersten Mal in seinem Leben steigt er hier in so ein kleines Ding ein. Und der Hammer ist hier in Egelsbach. Lässt er sich nicht etwa im Hubschrauber so ein bisschen durch die Luft kutschieren? Nein, er nimmt den Steuerknüppel selbst in die Hand. Wahnsinn. Die Maschine läuft und ein Lebenstraum geht endlich in Erfüllung. Wenn Markus Bröll kein Fußballprofi geworden wäre, dann, klar, Hubschrauberpilot. Ordentlich Magenkrämpfe hat Prölli vor Aufregung schon gehabt. Schnell nochmal bekreuzigen, tief durchatmen und los. Ist doch ganz einfach. Hübsch im Kreis herum Markus Bröll das Flugtalent. Am Steuerknüppel macht er einen genauso sicheren Eindruck wie auf der Torlinie im Eintrachtkasten, wo er inzwischen der Überflieger und Elfmeterkiller geworden ist. Prölli hebt ab mit 200 Sachen im Hubschrauber über Egelsbach. Als kleines Kind war es immer ein Traum von mir, mal zu fliegen. Und ja, ich würde es gerne jederzeit wieder machen und einfach ein riesiges Gefühl, immer alles von oben zu sehen. Und eins ist klar, Markus Bröll nimmt jetzt nach jedem Eintracht-Training direkt eine Flugstunde. Na, wer so perfekten Hubschrauber fliegen kann, der fliegt in Zukunft auch vor seinem Fußballtor im Strafraum durch die Luft wie eine Eins. Ja, und damit aus Egelsbach zurück zu dir nach Frankfurt.